Hallo liebe Tasty Food Freunde, hola, bongia und herzlich willkommen zu einer kulinarischen Reise. Heute geht es ins schöne Portugal, nach Lissabon. Also kommt doch einfach mit. Wir backen heute eine portugiesische Spezialität, Pastel de Nata. Lissabon, eine faszinierende Stadt an der Atlantikküste. Sie gilt als eine der schönsten Städte Europas. Uns hat die Stadt aufgrund der steilen Gassen und Hügeln ein bisschen an San Francisco erinnert. Auch die kleine Schwester der Golden Gate Bridge trägt dazu bei. Sie wurde übrigens vom gleichen Architekten entworfen. Und die Christusstatue erinnert an Rio de Janeiro. Tja, Lissabon hat eben viele Facetten. Einen tollen Überblick hat man von dem Aussichtspunkt Miradouro da Graça, ein traumhafter Panoramablick über Lissabon. Einen besonderen nostalgischen Charme hat der alte Personenaufzug mitten in der Altstadt, der seit ca. 100 Jahren zwei Stadtteile miteinander verbindet. Ein weiteres Postkartenmotiv ist auch die berühmte alte Straßenbahn. Sie kann man nicht nur bestaunen, sondern auch noch nutzen. Sehr zu empfehlen ist es, durch die schönen Stadtteile zu spazieren. Man kann gemütlich durch die kleinen Gassen schlendern und das moderne, traditionelle und bunte Leben der Stadt entdecken. Kulinarischer Genuss ist selbstverständlich auch sehr wichtig. Folgende Spezialitäten solltet ihr in Lissabon unbedingt mal probieren. Fleisch in Tintensoße, frische Muscheln, portugiesisches Bier, gegrillter portugiesischer Fisch und natürlich Pastel de Nata. Und diese leckere Spezialität werden wir jetzt mal zusammen backen. Pastel de Nata heißt übersetzt Puddingcremetörtchen. Und genau das machen wir heute auch. Wir machen einen Blätterteig selber und einen Pudding. Und das schmeckt super knusprig später aus dem Ofen. Für den Blätterteig benötigen wir kaltes Mehl, kalte Butter, eiskaltes Wasser und Salz. Für die Puddingfüllung benötigen wir Milch, Sahne, Wasser, Zimtstangen, Eier, Vanillepaste, eine Bio-Zitrone, weißer und brauner Zucker, Speisestärke, Vanillezucker und zum Servieren Zimt und Puderzucker. Die genauen Mengenangaben findet ihr am Ende unseres Videos auf unserer Tafel und in unserer Videobeschreibung. Den Blätterteig könnt ihr selbstverständlich auch kaufen. Wir machen den aber heute mal selber. Dafür müssen alle Zutaten wirklich richtig kalt sein. Und dann zeigen wir euch mal unser Rezept, wie es recht einfach geht. Für den Blätterteig schneiden wir erstmal die Butter schön klein. Einmal in der Mitte durch. Und jetzt in kleine Würfel schneiden. Jetzt trennen wir die Butterstücke ein bisschen. Am besten nehmt ihr euch einen Löffel verkehrt rum, damit die Butter nicht zu warm wird. Bitte nicht mit den Händen. Jetzt kommt das Mehl dazu. Schön verteilen. Jetzt geben wir das eiskalte Wasser dazu. Noch den halben Teelöffel Salz. Schön verrühren, sodass die Butterstückchen jeweils getrennt sind. Jetzt wird der Teig auf den Tisch gegeben und geknetet. Jetzt mit kalten Händen durchkneten, damit die Butter nicht zu sehr schmilzt. Ich habe mir die Hände nochmal mit kaltem Wasser gewaschen. Alles gut miteinander vermengen, dass ein Teig entsteht. Der Teig darf nicht zu lange geknetet werden, da sonst die Butter zu warm wird. Wenn es eine Masse ergeben hat, nehmt ihr euch ein Nudelholz, bestäubt es ein bisschen mit Mehl und rollt den Teig aus. Wenn der Teig ca. 1 cm dick ist, wird er eingeschlagen. Man nennt das auch Tourieren. Das heißt,
Die Butter oder das Fett des Teiges wird eingezogen. Das nennt man Turieren. Wir nehmen uns 4 Teile des Teiges und klappen die in die Mitte sozusagen ein. So, das Ganze noch einmal. Jetzt wird der Teig so rum wieder ausgerollt. Und das Ganze machen wir jetzt 4-mal. Das heißt, wir machen 4 Touren. Und so entstehen später die Schichten für den leckeren Blätterteig. Jetzt kommt die zweite Tour. So, nun ist die 4. Tour geschafft. Der Teig kommt jetzt in eine Folie, 30 Minuten in den Kühlschrank und dann könnt ihr ihn sofort weiterverarbeiten. So, der Teig ist nun geschafft. Das macht ja dann doch immer eine ganz schöne Schmiererei. Ich beseitige hier erstmal das Chaos und dann geht's gleich weiter mit der Puddingfüllung. So, Chaos beseitigt, Hände sind wieder sauber. Also geht's weiter mit der Puddingfüllung. Dafür brauchen wir erstmal eine Bio-Zitrone. Dafür benötigen wir nur die Schale, deswegen auch eine Bio-Zitrone, ganz wichtig. Und ich habe mir einen Sparschäler geschnappt und schneide die jetzt schön ab. Die wird dann später mit gekocht in dem Pudding und gibt dann ganz tolles Aroma. Jetzt werden die Eier getrennt. 4 Eigelb werden benötigt und ein Ei kommt komplett in die Puddingfüllung. Für die Füllung geben wir das Wasser in den Topf und lösen den braunen und den weißen Zucker darin auf mittlerer Flamme. Jetzt wird die Zitronenschale dazugegeben. Das Ganze soll dann ein bisschen durchköcheln, aber aufpassen, dass es nicht anbrennt. Die 2 Zimtstangen kommen jetzt auch dazu. Jetzt machen wir den Deckel kurz drauf und warten kurz, bis das Ganze etwas durchgezogen ist. Der Zucker hat sich schon schön aufgelöst. Ich habe auch noch den Vanillezucker gerade dazu gegeben. Jetzt kommt die Milch und die Sahne dazu. Die Vanillepaste kann nun auch dazu kommen. Solange es noch nicht kocht, nehmt ihr euch eine Kelle in ein Gefäß. Da wird dann später die Speisestärke verrührt und das Ei dazugegeben. Jetzt wird die Speisestärke in die Milch eingerührt. Dann kommen auch die Eier dazu. Das Milch-Sahne-Gemisch wurde einmal aufgekocht. Wir haben es kurz abkühlen lassen. Jetzt kommt das Ei dazu. Damit der Pudding ein bisschen andickt, kocht ihr das am besten noch mal kurz auf. Nach einiger Zeit könnt ihr sehen, wie der Pudding langsam fester wird. Der Teig ist jetzt schön durchgekühlt. Wir können ihn ausrollen und sofort weiterverarbeiten. Wir kneten den Teig jetzt noch mal ordentlich durch und rollen ihn dann aus. Das Nudelholz auch schön bestäuben und ausrollen. Wenn der Teig auf ca. 1 cm Stärke ausgerollt ist, rollen wir ihn seitlich ein.
Der Teig wird jetzt in ca. 4 cm große Stücke aufgeteilt. Die Teigstücke kommen nun so schneckenförmig in die Backform und werden dann angedrückt. Ihr könnt kleine Aluminiumbackförmchen nehmen oder auch Keramikbackförmchen. Wir haben eine Muffinbackform, die eignet sich perfekt dafür. Die fetten wir jetzt schön mit Butter ein und drücken dann die kleinen Schnecken an. Nun wird die Cremefüllung dazugegeben, nicht ganz bis zum Rand, weil die Törtchen noch beim Backen aufgehen. Wir heizen jetzt den Backofen vor bei 230 Grad Umluft und die Törtchen werden dann 8 bis 10 Minuten dort schön braun gebacken. Sind unsere Pastel de Nata fertig. Der Teig ist schön knusprig geworden und die Füllung schön cremig. Genauso soll es sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch unseren Kanal, damit ihr bei der nächsten kulinarischen Reise dabei seid. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch gut schmecken. Tschüss!